Es ist das Ende einer blutigen Nacht. Pakistanische Sicherheitskräfte präsentieren die Leichen der Angreifer, zusammen mit einem ganzen Arsenal an Feuerwaffen, Granaten und Sprengsätzen. Kurz vor Mitternacht Ortszeit stürmten offenbar 10 Aufständische den internationalen Flughafen von Karachi von 2 Seiten. Kurz darauf explodieren 3 Sprengsätze, gezündet von Selbstmordattentätern, so heißt es. Ein stundenlanges Feuergefecht zwischen Sicherheitskräften und Angreifern entbrennt. Am Ende sind mindestens 26 Menschen tot, darunter die 10 Angreifer und mehrere Zivilisten. Unsere Sicherheitskräfte haben hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben die Situation sehr schnell unter Kontrolle gebracht. Die Armee, Spezialeinheiten und die Polizei sind gut mit der Lage umgegangen und haben die beteiligten Terroristen getötet. Tatsächlich dauerte es rund 5 Stunden, bis die Lage entschärft war. Als verantwortlich für den Angriff hat sich inzwischen die Gruppe Tariq-e-Taliban Pakistan bekannt. Es sei ein Vergeltungsschlag gewesen für die Tötung ihres Anführers Hakimullah Massoud. Massoud war im November bei einem US-Drohnenangriff ums Leben gekommen. Gleichzeitig kündigten die Taliban weitere Anschläge an. Der Angriff auf den Flughafen von Karachi sei erst der Anfang. Man habe sich damit für einen Toten gerecht, so ein Sprecher der Taliban. Der Tod von hunderten unschuldiger Opfer von Luftangriffen sei noch ungesühnt.